ich habe damals noch als Journalist, weil ich mit Design-Thinking noch nicht so weit war, habe ich irgendwie die ganze Flüchtlingsproblematik journalistisch begleitet. Und da sind Sachen schiefgegangen oder absurde Sachen passiert, die eigentlich die jedes Startup anders gelöst hätte. Wo der Einzelne in der Stadtverwaltung auch sagt, kann ich glauben, dass ich das jetzt so machen, aber ich muss, weil ich bin nur ein kleines Rad im Getriebe.